Hallo, meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Mond Part Nummer 52. Wir befinden uns immer noch in der Pokémon-Liga und begeben uns nun zur dritten Tür. Und ich bin gespannt, wer uns dahinter erwartet. Ob es wirklich Yasuo ist oder jemand anderes. Wir liegen wieder mit Cookie. Ich denke, er hieß Yasuo, oder? Ich glaube, ja. Wir liegen wieder mit Cookie, weil wir die Rockstars singen wollen. Und dann wollen wir mal nachschauen. Als ob. Ist es Lola? Ich will mich noch nicht zu früh freuen, weil ich es nicht weiß. Ist es Lola? Ist es Lola? Hallo, ich bin's Lola, die Prinzessin eines so alten Volkes. Okay, jetzt habe ich gar keine Ahnung, wer der oder die letzte Person sein könnte. Aber holy shit, das ist cool. Das sind halt wirklich so die stärksten Trainer, die quasi alle wurden so... Also alle stärksten Trainer aus ganz Alola wurden quasi zu so einer Art Prüfung eingeladen. Und die Besten der Besten sind dann letztendlich in die Top 4 reingekommen. Und da frage ich mich einfach ehrlich, wer ist der Champ? Wer könnte es geschafft haben, dann letztendlich der Champ zu werden? Tali kann es nicht sein. Gladio? Das wäre auch merkwürdig. Bomley? Guzma? Team Skullboss? Ich weiß nicht. Okay, Yasuo meinte, dass es zwar eine Sache sei, sich von einem Carpo-Pokémon zum Inselkönig ernennen zu lassen, aber zu einem der Top 4 lasse er sich von niemandem machen. Das wäre ja noch schöner. Also muss ich hier jetzt richtig gut kämpfen, um ein würdiger Ersatz für Onkel Yasuo zu sein. Okay, heißt es am Ende kommt doch Hapu-U? Weil sie einfach nur der Ersatz ist quasi? Ist es möglich? Ich weiß es nicht. Aber wir kämpfen gegen Lola. Das freut mich. Ach, ich mag Lola, die ist so süß. Die ist so putzig. Aber hier, jetzt. Serious, Leute. Lily immer noch Best Waifu in Pokémon Sonne und Mond. Okay. Alles klar, wir holen die Rocks wieder raus. Gegen Zubiris. Das wird uns eventuell verbrennen, das ist okay. Mogeldieb. Das ist auch okay. Solange es jetzt kein Wunderraum oder so einsetzt, ich weiß überhaupt nicht, ob es Wunderraum kann, aber falls es könnte, solange es das nicht einsetzt, bin ich zufrieden. Und er setzt Dunkelklau ein, okay. Das passt. Diesmal kann Cookie wahrscheinlich sogar was machen. Also Cookie, zeig mal, was wir so drauf haben. Mit einem Fast One-Hit und dieses Konfuschrein, okay. Sie wird jetzt Top-Genesung einsetzen und ich setze einfach Hyperheiler ein. Ich meine, warum nicht? Warum denn nicht? Wo sind meine Hyperheiler? Da. Ich denke, das sollte passen. Sie wechselt aus. In Kolossand. Oh, wir sehen zum ersten Mal Kolossand. So, und Hyperheiler. Wir sind nicht mehr verwirrt. Und setzen Knirscher ein. Ja, machen wir. Das macht sogar recht guten Damage. Ja, Erdkräfte würde uns safe rausnehmen. Cookie, wie gesagt, nur dazu da, Rocks rauszulegen und den Rest erledigt. Aber ist natürlich auch wichtiges Pokémon hier, Cookie. So ist es nicht. Könnten Gata oder... Ich glaube, wir gehen raus in Sirene. Gata möchte ich mir auf jeden Fall noch aufsparen. Gata wird wahrscheinlich hier später noch einiges machen. Und wir gehen für Schaumserenade. Diesmal habe ich es gelesen. Schaumserenade. Sollte killen. Yep. Und Kolossand geht down. Nice. Okay. Als nächstes erwartet uns Moruda? Hä? Ich weiß nicht, was Moruda ist. Ah, der Anker! Ah! Eis. nicht Eis. Geist. Pflanze. Deswegen können wir Eisschrei einsetzen. Sollte, denke ich, mal safe sein. Stimmt. Das kann Energie bald. Komm, den Tanks und Sirene. Easy. Nicht mal die Hälfte. Come on. Das war ja nicht mal Damage. Und damit schafft Sirene auch, Moruda zu besiegen. Ah, cool, dass sie Moruda hat. Okay, Moruda geht down. Und Sirene, ich glaube, 56. Sie hat noch Zubiris. Zubiris lebt noch. Ist aber fast down. Und Rainer reicht Level 55. Gata reicht Level 56. Und als nächstes kommt Frostidie. Ich würde sagen, wir gehen ins Sense, aber Sense ist langsamer.
Und nicht nur, dass Sans langsamer ist. Sans wird auch von einer Geisterattacke sterben. Wir gehen raus in Dings. In Reinhardt. Und werden mit Felsgrab angreifen. Wird halt mehr Damage als Wirbler machen. Erstmal Rocks, richtig gut. Und dann Reinhardt. Ach, Konfusstrahl. Lola, bitte. Du bist süß, okay? Du musst jetzt hier nicht so eklig spielen. Ich würde dich eigentlich schon noch gern weiter mögen. Wir kommen auch durch und das sollte Frostetti, glaube ich, sogar schon besiegen. Ja, nice. Frostetti ist ein Blatt Papier. Perfekt. Damit geht Frostetti down. Als nächstes kommt wieder Zimiris rein. Da würde ich mal meinen, gehen wir raus in Hoverboard und gehen für Wall. Ja, wir können für Wall Switch gehen, ist eigentlich egal. Wir können auch Donnerblitz einsetzen. Kommt alles auf Sam hinaus. Sie hatte, ja, sie setzt Konfusstrahl auf jeden Fall ein. Leider killen die Rocks nicht ganz. Deswegen Donnerblitz. Ah, sie setzt nicht mal Konfusstrahl ein, okay. Alles klar, damit kann ich auch leben. Kriegen wir Zubiris direkt so down. Und ihr letztes Pokémon ist... Sensreich Level 55. Driftzeppelin. Leichter kann man es uns auch nicht machen. Ich weiß gar nicht, was der Signature jetzt war. War es Maruda, Frostetio oder Kolossant? Ich schätze mal Kolossant. Kolossant würde auf jeden Fall Sinn machen. Und Hoverboard, du darfst das Ganze erledigen. Ich denke, es sollte ausreichen. Und damit sollten wir dann auch schon die dritte der Top 4. Bisher tatsächlich meiner Meinung nach die einfachste. Aber tatsächlich hätte ich gedacht, dass Gestein schwächer wird auf jeden Fall. Oder Kampf eventuell auch. Aber gerade gegen Hala hatten wir sehr viele Probleme. Und Driftzeppli geht down. Nice. Und wir haben gegen Lola gewonnen. Perfekt. Aber da ich Level 55. Da bleibt mir ja die Spucke weg. Ha, so viel zu meinem Plan, dich wegzuputzen und selbst zum Champ zu werden. Sie wollte also Champ werden. Los jetzt, du stehst praktisch an der dritten Base. Also wenn das hier Baseball wäre, meine ich. Achso, okay. Ich verstehe. Gut, dann wollen wir unser Team da auf eingehen. Und dann geht es ran gegen den letzten oder die letzte, keine Ahnung. Der ist auf 4. Wir haben nur ein Pokémon, nur Cookie verloren. Und Sirene hat nur minimal Damage kassiert, bisher noch keine Top-Genesung benutzt. Ether muss bis jetzt auch noch keins dran glauben. So, Cookie wird natürlich auch voll geheilt. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Wertung da. Nächsten Part geht es dann ins Halbfinale. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao.